Hallo Freunde, herzlich willkommen zum sechsten Video meiner Easter Egg Serie. Ja, heute geht es um ein Easter Egg, das heißt der Walk of Fame. Und der befindet sich hier oben bei den ganzen Kinopalästen, Tattoo Studio und beim Doppler Kinopalast, den man sich ja auch kaufen kann. Ja, heute geht es um den Walk of Fame und das ist das Easter Egg. Das Easter Egg befindet sich hier auf diesen Sternen. Sieht man sich das mit einer Sniper oder mit dem Handy an, erkennt man Namen auf dem Stern. Ja, ne? Vielleicht sieht es mit dem Handy besser. Vielleicht sieht es mit dem Handy besser. Ja. Und dann stehen da Namen. Ja. Ich zeige noch ein paar Namen her. Vielleicht kennt ihr auch einige. Ich kann ja auch noch erklären. Ja. Larry Toe. Oh ja, Larry Toe. Kann vielleicht sein, so diesen Toe-Shoes, kennt ihr vielleicht sicher. Diese Schuhe, wo man die Zehen, also extra Platz, nenne ich jetzt mal, haben. Dann schauen wir hier weiter. Jennifer irgendwas, kann ich nicht lesen. Dann gibt es hier nochmal einen Namen. Könnt ihr auch anschauen. Ist interessant. Irgendwie kann man das nicht lesen. Liana forget. Liana forget. Liana forget. Wer auch immer das ist. Forget, right, thank. Da gibt's hier vorne noch einen. Luther aus. Bad, ja. Love Fist ist eine Band. Ich glaube, es ist aus GTA Vice City. Ja. Love Fist ist, glaube ich, eine Band aus GTA Vice City. Ja. Darren Paul. Professor Hitzmann, ja. Eindeutig lustige Name hier auch rum. Cody Miss Miot. Ja. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr so den Namen vielleicht wisst, warum die hier stehen. Anton, genau. Immer diese Symbole da, vielleicht bedeutet das, dass die irgendetwas von dem erfunden haben. Das Banktipus? Banktipus, ja, ist interessant. Brad Whitner und dann dieses Symbol. So ein Kinoprojektor, also ja, für den Projektor. Entschuldigung.
Ja, 3 Sterne haben wir noch. Ja, das war's erstmal vorerst. Also ich habe gedacht, dass da noch 2 andere Namen umgeschrieben. Die habe ich aus einem anderen Video gesehen, nämlich Dick, einmal der Drummer oder der Schlagzeuger aus der Band Love Fish und einmal Chuck Grandly, der eben Selina Grandly, glaube ich heißt sie. Das ist der Geist, für den mache ich jetzt dann das nächste Video. Also ja, der hat sie umgebracht, Chuck Grandly. Aber mehr davon erfahrt ihr im nächsten Video und ich sehe gerade, dass da noch 2 Sterne sind. Könnt ihr euch ja auch ansehen. Ich gehe nur so rüber. Hier ist sicher halt eine Walk of Fame gehört. Well, Santos is supposed to be magical, but everyone is in Riga. Like I care. Ah, fantastic. Oh, hey, buddy. Da, Dick. Also, Dick ist der Drummer oder Schlagzeuger eben der Band Rock Fish aus GTA Vice City. Wie gesagt, hier eben der Walk of Fame von Los Santos. Ich zeig noch mal, wo er sich befindet. Exakt hier, diese Straße, von ungefähr hier bis fast ganz rüber. Tja, könnt ihr euch anschauen. Ansonsten war es das. Wenn ihr Ideen habt zu Mythen, also wenn ihr Mythen kennt oder irgendwo mal gesehen habt, dass angeblich irgendetwas in GTA 5 oder in GTA 5 Online existiert, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe gern für euch dem auf den Grund.